Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief Simulator. In der letzten Folge haben wir unser Auto auseinandergeschraubt und eben verkauft. Und da haben wir auf jeden Fall ordentlich Geld eingenommen. Mittlerweile können wir uns auch den Van leisten. Jetzt ist nur die Frage, kaufe ich mir den Van oder vielleicht doch eher das Versteck? Also in den Van kriegt man natürlich deutlich mehr rein. Das ist vielleicht ein Argument. Und ich könnte ihn mir halt kaufen. So. Dann hätten wir auf jeden Fall hier viel Platz. Ich weiß nicht, ob wir dann das Ding hier irgendwie auseinanderschrauben können und verkaufen. Aber auf jeden Fall hätte ich gerne den neuen Truck. Ich hätte ihn echt gerne. Deswegen. Er sieht halt deutlich besser aus. Guckt euch das mal an. Das ist nicht schön. Das ist doch herrlich. Hier hinten können wir aufmachen, Zeug reinlegen. Zumachen. Vielleicht braucht man es jetzt aktuell auch noch nicht. Die Sache ist natürlich, wir werden jetzt erstmal noch den anderen stehlen. Das heißt den MKV bei der 201. Können wir aber nur da können wir aber ja, da könnten wir eigentlich aktuell rein, aber na gut, müssen wir sowieso schlafen. Dann von den Skills her haben wir ja jetzt in der letzten Folge Autodiebstahl Stufe 2 abgeschlossen, können aber Autodiebstahl Level 3 gleich machen oder mehr Rucksack. Ich würde eher sagen mehr Rucksack Inventar, und dann haben wir auch schon wieder nicht genug. Genau. Ach ne, da könnten wir das noch lernen. Gut. Dann nehmen wir das noch mit. Dann werden wir jetzt wieder zurück nach Hause fahren. So. Und dann eben gucken, dass wir dann zu der 201 kommen. Und da eben das Auto mitnehmen. Aber jetzt vorher nochmal die Frage, ob wir halt eben noch was brauchen. Also ob wir uns jetzt überhaupt noch was kaufen können. Und Fernglas, ein Hacker. Nachtsichtgerät haben wir. Jetzt ist ja dann eigentlich nur noch der Signalkopierer. Den Hacker-Laptop und den Hacking-Laptop Pro für 120.000. Und dafür brauchen wir Elektronik Level 14. Oder was? Oder, nee, Level 4. Level 14, alles klar. So, wir hatten ja hier noch, das hier können wir dann auch noch irgendwie machen vielleicht. Also wenn es da wirklich ordentlich was gibt, kann man da auf jeden Fall reingehen, weil das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Einnahmequelle, die uns auf jeden Fall weiterbringt. Hier haben wir aktuell noch nichts. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir schlafen. Bis bis 18 Uhr am nächsten Tag. Das wäre mal ganz eben, ja, 22 Stunden schlafen, ne, 21 Stunden schlafen. So, das ist 18 Uhr, sehr nice. So. Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Nehmen wir uns das neue Auto mit. Wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir versuchen es trotzdem. Weil wir das Ding ja brauchen. Dann können wir das nämlich auseinanderschrauben und verkaufen. Da wird es auf jeden Fall nochmal einiges an Zeug geben. War auch schon sehr gut, dass wir das jetzt in der letzten Folge das andere auseinandergenommen haben. Das hat jetzt auch nochmal so, ich glaube, 3000 oder so gegeben. Also das ist auf jeden Fall nicht wenig. So, das werden wir hier hinstellen, das Auto. So. Ja, ganz gut, dass wir hier keinen großen Weg haben. Aber wie gesagt, die Sache ist, wir müssen hier rein. Dann da das Tor aufmachen. Mit dem Hacker-PDA da das Ganze ausknipsen. Wobei, jetzt haben wir ja auch das Hacker-PDA, das heißt, wir können wahrscheinlich auch das Garagentor aufmachen. Und den Bolton Family MKV stehlen. Und wir müssen in der Küche müssen wir den Schalter anmachen, um eben das Tor zu öffnen. Steht's auch, um das Tor zu öffnen und dann eben halt auch, um da rausfahren zu können.
Müssen wir jetzt halt noch kurz warten, weil die ja jetzt erst gleich verschwinden. So, die erste geht, der andere ist ja schon weg. Genau. Das heißt, der eine ist schon weg. Und. Genau. Geht jetzt hier raus und dann ist sie weg. Dann werden wir mal hier rangehen. Nur um erstmal das Schloss aufzumachen. Und dann lassen wir den Kollegen da durchlaufen. Lass mal den Kollegen nämlich durchlaufen. Dann müssen wir hier durch das Fenster langsam drehen, dann geht das schneller. Mal rein hier. So, hiermit machen wir das Tor draußen auf. So, das ist jetzt. Ne, ist noch nicht offen. Jetzt. Ja, genau, jetzt ist es nicht aufgefahren. Genau, irgendwas, was man. Ich nehme mal mit. Die Dinger sind teuer. War eigentlich keine Zeit dafür. Aber, boah, 700, Alter. Das nehme ich mit. So, hier ist nichts mehr. Nö. Ja gut, die Glotze, aber die werde ich jetzt nicht mitnehmen. So, dann einmal das hier. Perfekt. Das ausgemacht. Und das Ding. Einmal den gelben. Den hier. Den blauen. Und den lilanen. Der da. So. Ist das nämlich auch aus? Sehr gut. So. So, einfach noch was mitnehmen, was geht. Hätte nämlich mit. Armband, was auch immer. Einmal das hier aufmachen. So. Was muss ich machen? Okay. Das war's jetzt, oder was? So. Einsteigen und interagieren. Komm schon. Weg, weg. Weg. Weg, Bruder. Weg. Weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Sehr nice. Sehr nice. 1900 XP. 1200 für den Bolden. Winnie. To get past security, you have to think outside of the box. And learn how to climb Okay. pipes. Wo lerne ich das? Haben wir hier irgendwie Rohre? Leider nicht, aber jetzt steht der. Och, der, jetzt steht der hier. Und jetzt können wir den eigentlich zerlegen. Wir werden das mal kurz zum Händler fahren. Hier zu dem. Oh, guck mal, hier ist mittlerweile rot. Aha. Also es war ja nur gelb bisher, jetzt ist es rot. Ist auf jeden Fall noch mal einiges verschärfter geworden. 2000. Da lohnt es sich auf jeden Fall, das Ding auseinanderzunehmen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Das heißt, wir werden das Ding jetzt hier schön auf die Hebebühne setzen. Und dann werde ich das Ding komplett
komplett auseinandernehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier alles verkaufe. Bis gleich. So, ausgebaut habe ich jetzt alles. Dann können wir jetzt hier auf Black Bay wieder was verkaufen. Gehen wir drauf. Machen wir hier Autoteile. 800 Euro dafür. Dann kriegen wir hier Bremsscheiben für 1800. Das heißt, es hat sich jetzt schon gelohnt. Also wir sind jetzt schon bei 600 im Plus. Hiermit sind wir 3000 plus. 5100. Weil die Sache ist halt, ich hätte bei dem Autohändler 2000 bekommen. Hier habe ich jetzt alleine schon 5000 gemacht. Also das ist schon deutlich die bessere, also das war schon die wirklich bessere Entscheidung. Muss man schon einfach mal sagen. So. War doch drinne. So, und dann nochmal das Handy. Also jetzt gerade das Tablet, jetzt das Handy. Da guckt dann, wie viel der hier aktiviert. So. Gut, dann hätten wir das. Das heißt, wir können jetzt alles verkaufen fahren. Das heißt, wir fahren jetzt einmal. Gucken. Also wir haben jetzt 5000 ungefähr nur mit den Sachen gemacht, die wir jetzt verkauft haben. Wir rechnen dann noch dazu, was wir so bekommen haben. Boah, das. Ach, das Ding muss ich noch auseinandernehmen. Ja, mach ich. Und das. Gut. Jetzt zerlegen fahren. Ganze nochmal zerlegen, komm schon. So. Dann haben wir auch gleich wahrscheinlich jetzt, wenn ich das abgebe, haben wir wahrscheinlich 50.000. Wenn ich das jetzt noch abgebe, das 800, na gut. 49,5. Sehr gut. Also wir fahren jetzt auch zum Autohändler und wir merken uns 49,5. Naja, 4000. Also wir haben jetzt nur dadurch 4000 gemacht und dadurch haben wir jetzt insgesamt 9000 mit dem Auto verdient, also so 9 bis 10.000. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 9 bis 10.000 und wir haben aber noch das Auto, was auch nochmal 2000 bringt. Also wir haben das Auto, was 2000 bringt. Das heißt, wir haben insgesamt 12.000 machen wir mit dem Auto. Und das ist schon echt geil. Bei 12.000 Euro mit dem Auto ist halt wirklich fett. Das ist geil. So. Und wenn wir das verkaufen, haben wir 55.000. Und dann sind es auf jeden Fall nicht mehr so viel, bis wir 60.000 haben. Dann können wir uns das Versteck und das neue Auto kaufen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da ist alles verlinkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.